Jetzt gibt's aufs Maul, ey. Ich mach den Dicken. Du musst die anderen teilen. Die Dicken kann man nämlich so gut auf den Rücken. Achso, du siehst ja nichts über Funk. Ich kreuze Ring und Zeigefinger. Also so, beste Freunde. Naja, eben bis wir auf alte Notizen von Captain Blade stießen, über einen verschollenen Schatz. Sandman und ich fanden zwei Teile von Captain Blades mystischem Kompass. Dann wollte ich dämliche Kuh ihm in den Rücken fallen, also richtig, mit Messer und so. Die Klinge zerbrach, er schoss mir ins Bein und rannte weg. Ziemlich peinlich das Ganze. Aber da habe ich gelernt, verrate niemals deine Freunde. Außer du bist dir sicher, dass du gewinnst. Das ist ein voll krank. Ich hab ne Slack-Schrot, Schrot, ne? Ja. Hier. Obwohl, warte mal. Vielleicht ist hier sogar... Ne, ist nicht viel. Oh, eine Waffenkiste. Ich weiß nicht. Oh, nur Pistolen, ey. Warte mal, verkaufe ich gleich unten. Hab ich gesehen. Sag, oh, Pistolen, verkaufe ich gleich unten. Ja, hab ich doch gesagt, hab ich gesehen. Gut. Mhm. Oh, sieht voll lustig aus. So, komm jetzt ein Sandman. Sandman, da ist er schon. Da ist er schon. Oh, nice. Der kämpft mit Säbel, ist das geil. Ich will auch ein Säbel. Boah, Alter, guck dir das mal an, hier sind voll die Oasen, die Quellen. Okay, es sind zwar so säuremäßig, aber hey! Da rennen brennende Typen um. Ach, die haben Molotov-Cocktails. Wir sind Level 19. Das ist im Lidl-Prospekt genau so eine Reise gefunden, die wir machen wollten nach Amerika. Was ist hier? Im Lidl-Prospekt. Bett. Ich schaff das immer. Brauchst du keine Sorgen. Ja, ich mach mir immer Sorgen, ich will das. Oh, schön, ich bin sogar knapp. So, jetzt geht's wieder alles klar. Oh, was? Hinter dir habe ich einen angeschwächt. Die haben sich alle gegenseitig in die Luft gejagt. Siehst du ihn, siehst du ihn, da hinten? Er ist da runtergesprungen. Die haben sich alle gegenseitig in die Luft gejagt, was geht denn? Nö, ich hab ein bisschen umgeslackt, da. Aber ist irgendwas Riesiges explodiert und dann anzufangen. Lol, ich hab eine Hovercraft-Skin-Anpassung gefunden. Auch so ein Säbel. Lol. Ah, sorry. Los, Nahkampf pur. Nahkampf mit Äxte ist voll super. Da oben, ich sehe. Schade, dass es nicht irgendwie Battlefield ist, dass man die einfach so markieren kann. Oh, da kommt noch einer. Den siehst du? Ich hab da gerade einen getötet. Den hab ich gesehen. Oh. Was nach hab? Töte Sandman. Oh. Aber mittlerweile sind wir über unserem Level, oder? Die sind doch 20. Oder mich auch. Das war heftig. Ich fasse das DLC an, das finde ich ganz gut. Wäre sonst irgendwie scheiße. Ja, aber das bedeutet, dass unsere Waffen jetzt unter dem Level sind und wir aber trotzdem immer noch ziemlich durchragen hier. Ja, unsere Waffen sind aber auch wieder, Alter. Da müssen wir noch irgendwie hoch, oder? Das ist eine Idee. Und schon bitte geht das? Ich würde jetzt grob geraten mal den Wegen folgen, den ich hier gerade so sehe.
Ich sehe den Weg, glaube ich schon. Rechts. Ich sehe ihn. So. Nee, links. Links. Wir werden sehen. Ich greife ihn dann aber schon an und warte nicht auf dich, ne? Okay. Du solltest doch abhauen. Jetzt muss ich dich killen, deine Freunde und deine Familie. Und was du? Woher sollte er wissen, wo deine Familie ist? Ja, siehst du auch, das fängt an. Ich ignoriere ihn einfach, er redet Blech. Die Stimmen und so. Vorsicht, Badass! Ich komm da ganz dran. Badass Pirat. Und toter Moritz, das ist ja super. Wo bist du, Badass Pirat, da? Das war brutal. So, ich komme. Okay, genug rumgeblödet. Jetzt gibt's aufs Maul. Lass mich ihn killen. Lieber guter Badass Pirat, bitte stirb. Oh, jetzt weicht er nicht aus, Badass Pirat. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Ja, was war denn das jetzt? Das ist selbst, oder? Schon wieder Badass Pirat. Ich versuch lieber den da oben abzusnappen. Oh, ich geh dann eben drauf. Ich geh den sogar fast. Oh, was? Keine Sorge, wir alle stehen hier auf, außer Hälfte. Das hat sie bei mir auch gesagt. Ich habe die Kabel, glaube ich, bei dir vergessen, kann das sein? Habe ich einen Scheiß drauf geachtet, muss ich zugeben. Hä? Oh, das kann ich mein Handy nicht laden. Ah, ich guck gleich nochmal. Oh, nice. Schildkapazität plus 12,1%. Das wird wohl das Richtige sein hier. Oh, statt die andere Kiste aufzumachen, du Arsch. Ich brauch keine Muni. Ich warte auf dich. Ach, ich dachte, man muss da runter sich schleusen. Oh, schade. Ich dachte, man muss hier so lang. Wäre schön gewesen. Ja. Du hättest nicht sterben sollen, als ich es gesagt habe. Jetzt lernst du das großer Schmerz. Big Sleep. Slash in kleinen Portionen kommt. Okay, jeder geht auf ein. Ich glaube nicht, dass das so chill ist. Diesmal. Oh, der wehrt die Schüsse ab. Scheiße. Warte. Okay, come on. Nee, der wird nicht alles. Der wird nur die schwachen und lächerlichen Schüsse. Raketenwerfer auf Big Sleep. Okay. Mach du mal wieder erste Elektro. Boah, der zieht mich ab. Der zieht mich ran. Big Sleep gleich. Nice one. Was hat der Blaues? Er hat einen Raketenwerfer droppen lassen. Sammel auch, ne? Ich hab schon aufgesammelt. Und den anderen Sandman haben wir auch. Nein, oh, der letzte Schuss hat gefehlt, damit Sandman stirbt. Sobald du sein Kompassteil gefunden hast, besitzen wir zwei der Teile, die wir brauchen, um den Schatz zu finden. Ich habe keinen Schimmer, wo die anderen beiden Teile sind, aber ja, mein Anfang ist gemacht. Ein Teil von mir fühlt sich schlecht, weil ich Sandman nicht selbst getötet habe. Aber der andere Teil ist happy, dass ich hier chillen und die neueste Ausgabe von Crimefighter vorlesen kann. Da geht's um einen Frosch, der Verbrechen löst. Sitting. Wie
das Tagebuch. Ich weiß, wo das dritte Kompass-Teil ist. Hyperion hat es. Ihrem Funkverkehr nach zu urteilen, halten Sie es für ein wertloses Schmuckstück. Sie werden es einer Karawane in Wormwater mitgeben. Ich muss los. Na, großartig. Dieser Trottel aus Oasis ist hinter mir her. Bis gleich, Tagebuch. So ein Glück. Komm zurück nach Wormwater, damit wir uns das dritte Kompass-Teil holen können. Dann sind wir dem Schatz einen großen Schritt näher. Ich hab vor allem hier, ey. Weiß doch jetzt schon, worauf es rausläuft. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, aber ich glaube, man kann hier einfach durch. Man wird echt wieder als dumm verkauft hier, ne? Oh, ich würde es aber geil finden, wenn sie auf unserer Seite ist. Ha? Waffenkiste übersehen. Da waren mächtige Pistolen. Oh, das... oh, ich habe übrigens ja den Raketenwerfer aufgesammelt. Da, der ist... 6.798 Schaden. War 3.000 Schaden besser als der hier. Und Explosionsschaden. Ja, ja, will ich gerade, aber irgendwie macht er... Ich hasse das. Handel ihn einfach. Alter. Warum... Ey, was Handel soll das? Einfach. Ich will nicht, dass er hier den Boden backt, weil... Ey, das ist echt behindert. Man kann das manchmal nicht raussetzen, weil dann einfach das mit irgendwie allen Sachen vergleichen will. Oh, der hat ein Nahkampfmesser. LOL! Necklubyrius Impa, ihr Penner. Geil. Oh, ich weiß auch, das ist, glaube ich, war das nicht der Spruch, den Nero gemacht hat, als er Rom in die Luft... Ah, der hat aber nur einen Schuss dafür, aber ist auch egal. Ja, der hat nur einen Schuss gebraucht und der Raketenwerfer hat nur einen Schuss im Magazin. Nero? Nero ist der Kaiser von Rom gewesen. Endlich ja. Mit einem Schuss von einem Raketenwerfer die Stadt in den Luft gehen. Die angezündet. Feuer. Ja, ich weiß so, du hast doch eben irgendwas mit einem Schuss gesagt. Ja. Oh, der hat nur einen Schuss der Raketenwerfer. Ach so. Du hast gesagt, der hat nur einen Schuss gebraucht. Uhu! Der wirft eine Bombe. Empfiehl deinen Freunden Markus Munition. So. Jedes verfickte Mal. Oh, ich schieß gerade ununterbrochen. Ja, dann würde ich mal sagen, liebe Zuschauer, wenn der Ladebildschirm gleich weg ist, ich glaube, wir haben sowieso jetzt gerade alles abgeschmieren lassen dadurch. Nein, aber nicht. Die Verbindung zu dem Steam für Sitzung wieder blablabla. Ja, ich würde sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich schneide das so, dass ihr jetzt gleich es weitergeht. Ja, und bis gleich. Ich hab keine Waffen. Herzlich willkommen zu Let's Play Borderlands 2 mit dem Piraten-DLC und mit Philipp und mit 11 goldenen Schlüssel. Ey. Meine Fresse, das hört ja nie auf. Ey, kein Scherz, ich hab keine Waffen mehr. What the fuck? Ich hab mich hier ausgerüstet. Ah. Bei mir ist er nur mit Fäusten rum, aber hast du das gesehen? Ja. So, ich würde vorschlagen, wir gehen um nächstes Level zurück. Verballern ein paar goldene Schlüssel und unseren neuen Skin, den wir auch mal ausrüsten dürften. Ha? Fatal Error. Ach was. Schaltet den Skin für das Schnellwechselsystem frei. Verdammt. Das war gar keine. Das war bei mir nur ein Skin. Wie? Ja, Skin? Was denn so? Ja, ich dachte so, dass du aussiehst. Aber das sind die Farben. Philipp hat den Kampf verlassen. Ja, ich sag doch. Hast du mir überhaupt zugehört? Nee. Leute, ich hab keine Ahnung. Nichts und nee, Vater, der war, wow. Meine Junge. Kannst eigentlich gleich von vorne aussteigen. Das machen wir nämlich hier Outtakes mal rein. Oh nein.